die richtige. Und es ist normal, dass sie als Musterknabe in Europa den Ton angibt. Sie ärgern sich nicht. Und die paar Sätze, die man manchmal in der deutschen Presse zitiert hat, also Politik à la Bismarck oder solche Sachen, das ist eine Geschichte, die gegen Sarkozy gerichtet war. Das war innenpolitisch, das hatte also mit Deutschland nichts zu tun, total hier falsch verstanden. Und große Aufregung, ist also das böse Bild der Deutschen wieder unterwegs in Frankreich? Die Antwort ist nein. Die Franzosen finden die ganze Entwicklung, diese Merkozy, finde das Wort sehr schön, dieses Team-Merkur. Zeigen wir es einfach nochmal. Sehr gut. Herr Welke, sehen Sie das auch so, dass das keine Beziehung auf Augenhöhe ist? Schauen Sie sich die beiden doch mal an. Es ist schwer zu sagen, wer kleiner ist von beiden, aber ich glaube, es ist fast Augenhöhe. Und da er ja bis vor kurzem als notorischer Macho galt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann es ihm ja ganz gut tun, wenn er dann mal jetzt zumindest von einer Frau ein bisschen gezähmt wurde. Eindeutig, das ist nicht Carla Bruni. Also insofern ist es nicht so. Das erkennt man schon, dass es nicht Carla Bruni ist. Das stimmt, ja. Frau Höller, das muss man doch erst mal schaffen, dass man einen so machtbewussten und im Ganzen etwas untermaßigen Mann, wir kennen ja das Problem von Männern, die ein bisschen klein geraten sind, dass die den in den Sack gesteckt hat. Wie beurteilen Sie die Leistung von Frau Merkel? Ich glaube, dass auch er, wie Frau Merkel, ein Systemdenker ist. Und im System EU kann er ja nur wichtig und ganz vorn bleiben, wenn er mit ihr zusammen gesehen wird. Möglichst häufig und möglichst harmonisch. Und genau das macht er. Wir haben ja nicht etwa ein dauerndes Abwägen, setzt er sich durch oder setzt sie sich durch, sondern sie setzt sich durch permanent und er hängt sich an und hat gleichzeitig dann ein Auftreten, das ein bisschen kommunikativer ist als das ihrige. Das heißt, sie wirkt auch immer noch wie eine Blackbox. Und da sagt er sich, eh die anderen was reindeuten, bin ich lieber immer in der Nähe und profitiere davon, dass Deutschland die Nummer eins ist. Was meinen Sie mit Blackbox, unsere Kanzlerin, eine schwarze Kiste? Ja, weil sie so wenig preisgibt von, jetzt sage ich mal, ihren zu vermutenden Absichten. Es ist aber bei ihr so, sie geht mit den fließenden Prozessen und ist eigentlich dann jedes Mal rechtzeitig da, wenn sie spürt, dies ist durchsetzbar, das nur zur Hälfte. Und mit meinen Bürgern zu sprechen, habe ich jetzt eigentlich keine Zeit, weil morgen könnte es schon wieder anders sein. Herr Weimer schüttelt den Kopf. Ich sehe das in diesem Fall anders. Ich finde, sie hat eigentlich die Strategie der Nachhutpolitik. Dafür ist sie eigentlich berühmt geworden. Sie hat abgewartet, bis die Mehrheiten standen, wie die Stimmungen liefen und hat dann Politik organisiert. Das hat sie in der Schuldenkrise aufgegeben. Und sie ist wirklich eine Führungsgestalt geworden. Und sie macht aus meiner Sicht, ich habe sie häufig kritisiert in Kommentaren, einen bravourösen Job in dieser Schuldenkrise. Und wir erleben eigentlich eine vollkommen neue Angela Merkel. Wir kannten die Krankenschwester aus dem Osten, die die CDU mit weißer Salbe wieder aufgerichtet hat nach dem Kohleabtritt. Wir kannten die Physikerin der Macht, die mit kalter Logik auch Gegner aus dem Weg geräumt hatte. Wir kannten Mutti der Großen Koalition. Aber jetzt sehen wir keine Mutti-Kanzlerin mehr. Das T und das I fällt weg. Wir sehen zum ersten Mal eine Mut-Kanzlerin, die vorangeht und das Richtige tut, auch im Interesse Deutschlands. Das klang ein bisschen wie der Schriftführer des Merkel-Fanclubs. Und Herr Jörges, Sie treten auch bald ein, oder? Er will einen Job in dem System Merkel. Nicht wirklich. Also ich muss mal meine persönliche Stimmung beschreiben. Am Ende dieses Jahres. Ich kann die Apokalyptiker nicht mehr hören und sehen. Sie hängen mir zum Hals raus. Gelegentlich werden Apokalyptiker Übergeschnappte auch noch in prominenten Talkshows präsentiert als ernstzunehmende Menschen. Das sind Leute, die die Fischkonserven und Haferflocken in den Keller schaufeln, weil sie uns klar machen wollen, morgen geht die Welt unter. Das kann ich nicht mehr, einen Goldbarren im Garten vergraben. Die Welt geht nicht unter. Mein Gefühl ist am Ende dieses Jahres, und da bin ich völlig mit Herrn Weimer einig, dass diese Kanzlerin Vertrauen verdient. Denn sie hat Dinge getan, die nicht populär waren. Sie hat auch Dinge durchgesetzt, die in Europa nicht populär waren. Sie hat sich gegen viele Staaten durchgesetzt. Sie ist, glaube ich, schon mit den Beschlüssen vom vergangenen Freitag zu einer historischen Kanzlerin geworden. Denn das, was da beschlossen worden ist, heilt den Gründungsfehler des Euro, den Kohl begangen hat, nämlich den Euro einzuführen, ohne eine politische Union drüber zu haben. Und das, was am Freitag beschlossen worden ist, die sogenannte Fiskalunion, also die Abstimmung der Finanzpolitik und der Wirtschaftspolitik und die Bestrafung von
von Sündern die Aufnahme der deutschen Schuldenbremse in sämtliche europäischen Verfassungen. Dies ist der Eintritt in eine politische Union. Das ist ein großer Schritt voran. Ich sage das mal persönlich. Ich habe mich das letzte Mal in der Politik gut aufgehoben gefühlt in der ersten Finanzkrise in der Großen Koalition. Da haben die viel richtig gemacht und haben verhindert, dass Millionen arbeitslos geworden sind. Und jetzt macht sie alleine, ich habe das Gefühl, sie regiert alleine in Berlin und ein bisschen auch in Europa alleine. Sie hat alles richtig gemacht. Damit sind die Probleme nicht vorbei. Wir werden noch einige Krisenkonferenzen hören und sehen. Wir werden noch Schwierigkeiten von europäischen Ländern, sich zu refinanzieren. Aber der Kurs ist goldrichtig. Und Darf ich das mal einfach in die Runde fragen? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Wer ist in dieser Stunde, in diesen Tagen froh, dass Merkel im Kanzleramt sitzt und kein anderer? Ich bin Herr Weimers, Herr Jörges, Herr Gödewehr, Herr Welke, gibt den Diplomaten. Also ich denke darüber noch nach. Also den ganz großen Masterplan, den man ihr jetzt zubilligt, den sehe ich so zu 100% noch nicht. Weil nur zur Erinnerung, dieser Strandspaziergang von Deauville ist jetzt ja nicht Jahre her. Und da hat dieselbe Kanzlerin uns gesagt, man muss private Gläubiger beteiligen, damit am Ende nicht der Steuerzahler die Zeche zahlt. Seit dem Wochenende hat sich das wieder erledigt. Also hat man ja entweder eine Position geräumt und Fehler eingestanden. Banken zahlen nicht. Ja, gut, aber letztlich hat man entweder einen Fehler zugegeben oder man hat sich an irgendeinem Punkt dann doch von der anderen Seite überzeugen lassen. Also das riecht jetzt in dem Punkt für mich nicht nach dem absolut großen Masterplan. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt vom vergangenen Freitag gewesen. Der entscheidende Punkt ist, dass die, und das war ja immer die Angst, es gibt eine Politik der zwei Wege in Europa. Die einen gehen voran, die anderen kommen nicht nach. Da hat sich nur herausgestellt, bis auf die Engländer, folgen alle. Also die Aussicht, dass welche zurückbleiben könnten, innerhalb dieses Eurozuges war so bedrohlich, dass sich dem alle anschließen. Und die schließen sich an bei einer Politik, die Schulden zu begrenzen, das ist der wesentliche Punkt, und die Haushalts- und Finanzpolitik aufeinander abzustimmen. Das ist ein Riesenschritt voran in Europa. Die sind alle in den Euro ein... Mit den leichten Kollateralschaden, dass England nicht mehr dabei ist. Ja, das werden die Engländer bereuen. Sie bereuen es heute schon. Das kann man ja drüber lachen. Kein Schaden, sagt der Bruder. Kein Schaden? Kein Schaden? Da sind Sie immer mit Herr Welke einig. Gucken Sie mal. Nee, wenn die Engländer nicht mitmachen bei unserer tollen neuen Sparunion, dann muss man das natürlich respektieren, ein Stück weit. Und dann ändern wir halt die Fahne. Es heißt jetzt nicht mehr Europäische Union, sondern EUODBE. Europäische Union ohne die bekackten Engländer. Das ist, ja, bitte. So, da gibt es noch mal Applaus drauf. Herr Gödewehr. Sehen Sie es genau? Ich weiß nicht, warum man sich große Gedanken macht über die Tatsache, dass die Engländer nicht mehr drin sind. Die waren nie drin. Sie können nicht rausschmeißen. Seit wann sind sie in Europa? Also von draußen haben die immer versucht zu steuern, aber die gehören nicht dazu. Und ich würde mal etwas ein bisschen anders zu sagen. Also man kann auf die Engländer in Europa verzichten. Das sagt natürlich ein Franzose, dessen Land bis zum 16. Jahrhundert für die Hälfte von den Engländern besetzt war. Aber im Grunde genommen, man könnte sogar, wenn der deutsche Humor, hören Sie mal, Herr Platzberg, auf dem Niveau des Humors von Oliver Wemke wäre, da könnte man sofort, könnte man sogar auf den britischen verzichten. Nein. Das sind ja Koalitionen hier in der Runde, das ist ja unglaublich. Wollen Sie eine Gegendarstellung abgeben, Herr Dittfurt? Erstens möchte ich natürlich eine Gegendarstellung abgeben. Vielen Dank für die Blumen, aber das sind Maßstäbe, mit denen wollen wir uns gar nicht messen, weil das sind nun die Erfinder des trockenen schwarzen Humors. Darum geht es auch gar nicht. Sie haben natürlich nur diese eine kleine Stelle gezeigt. Das ging ja dann so noch weiter. Wir. Sie zeigen ja immer die ganzen Filme. Wir sind ja ein journalistisches Format heute schon. Ja. Nein, es ging natürlich darum, dass wir uns über die Position der Engländer lustig gemacht haben, die ja eigentlich nur ihren Finanzplatz verteidigen wollten, weil sie selber nichts mehr produzieren. Außer faulen Wertpapieren. Darüber haben wir uns halt lustig gemacht und über diese Bremserrolle. Also bekackte Engländer würde ich in dieser Runde natürlich so nicht das stehen lassen. Selbstverständlich nicht. Frau Dittfurt, wenn Sie sich das mal angucken, Sie haben eben die Hand unten gehalten. Die meisten fühlten sich wunderbar in dieser Situation regiert von Frau Merkel. Sie haben die Hand unten gehalten. Was macht Sie falsch? Ja, woran das wohl liegt? Frage ich Sie. Ich bin irgendwie ganz, ich weiß nicht, ich fühle mich hier ein bisschen wie auf einem fremden Planeten, weil es ist jetzt ein paar Runden geredet worden über Merkel und die EU ohne einen einzigen Inhalt. Mhm. Wessen Interessen werden da eigentlich verteidigt? Was heißt das, wenn jetzt Sie sozusagen deutsche Interessen sind, das wirklich unsere, ist doch Quatsch. Sondern was Sie durchsetzt und deswegen vielleicht auch die breite Zustimmung hier, sind die Interessen deutscher Oberschicht. Gegen die Interessen der Leute, denen es hier in diesem Land dreckiger geht und genauso gegen die Interessen, denen es in Griechenland und so weiter. Das heißt, Ihre unglaublich tolle, taffe
technokratisch-autoritäre Rolle, wie ich es nennen würde. Heißt zum Beispiel, wenn sie sagt Durchgriffsrecht, heißt das, dass es gibt ja sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu, dass künftig in Griechenland etwa Parlamente tatsächlich gar nicht mehr entscheiden, sondern irgendwelche kleinen Notstandskomitees auf EU-Ebene. Und das finde ich keine schöne Entwicklung. Und ich finde, als jemand vielleicht auch im Ausland gelebt hat, ich finde tatsächlich die Bedenken berechtigt, ganz im Ernst und jetzt ohne Scherz, dass ich Deutschland in einer Führungsrolle in Europa und auch sonst nicht sehen will. Erstens aus sozialen Gründen und zweitens auch aus historischen Gründen. Herr Jörges. Ich finde, wir müssen uns nicht dafür schämen, dass Deutschland in Europa eine Führungsrolle übernimmt, wenn es die richtigen Dinge tut. Und das tut es im Moment. Und in Ihren Interessen, für Ihre Interessen. Moment. Vielleicht auch für Europa. Weil ich will was zu Ihrem Argument sagen, wessen Interessen sind das? Ja. Erstens bin ich dafür, dass wir den Euro verteidigen und ihn nicht durch Finanzmarktspekulanten in London und New York zerstören lassen, die ein Interesse daran haben, dass die Eurozone nicht auf die Füße kommt, die auch anderes Geld persönlich in der Tasche haben, als Geld, das wir in der Tasche haben. London und New York, wo die Ratingagenturen sitzen, sind die entscheidenden Zentren. Da sollten Sie erstens drüber nachdenken. Zweitens, die Deutschen haben vom Euro so profitiert wie kein anderes Volk in Europa. Wir haben seit der Euro-Einführung einen Leistungsbilanzüberschuss, also grob gesagt, das, was wir an Überschuss haben durch den Ausland. Ich glaube, das wissen die meisten nicht. Das wissen die meisten nicht. Von über 700 Milliarden gehabt. Und das ist Arbeit, das ist Export, das sind Arbeitsplätze. Davon leben wir alle, auch die Unternehmer. Aber Sie auch und wir alle leben davon. Und da lohnt es sich, die Eurozone zu verteidigen. Dafür bin ich sehr entschieden. Darf ich ein kurzes Zitat noch genau dazu einspielen? Das ist etwas ganz Bemerkenswertes, weil Herr Sarkozy sieht auch das, glaube ich, genau so. Hätte ich mir nie geträumt, dass ein französischer Präsident mal sowas sagt. Meine ganze Arbeit besteht darin, Frankreich an ein System anzunähern, das funktioniert, so wie das Deutsche. Herr Güte, vor 20 Jahren hätte man einen Präsidenten, der das sagt, im Élysée-Palast abends aus dem Palast gejagt. Ja, sag ich doch. Also vor einer anderen Sendung war kurz nach dem Atomausstieg Entscheidung der deutschen Regierung. Da haben die Franzosen Hurra gejubelt und gesagt, also endlich ein starkes Land, der so eine schwierige Entscheidung trifft, sehr positiv. Vive l'Allemagne. Sagen die Atom-Franzosen. Jetzt sagt, Atom. Atomentscheidung. Jetzt kommt natürlich Sarkozy und sagt, vor Kamera, mit einer Einschaltquote, weil ich weiß nicht wie viel, also 30% bei so einer Ansprache in Frankreich, Sender, ja. Und sagt also, wir müssen uns eigentlich danach richten, dass der Bestschüler in Deutschland, in Europa Deutschland ist. Also wir reden nicht in einer Situation, wo die Politik das Sagen hat, wenn ich das so sagen darf. Das Sagen hat die Wirtschaft und sogar in der Wirtschaft haben die Finanzmärkte. Gucken Sie mal, wie Herr Schäuble seit vorgestern vorträgt und sagt also, wir mussten die Finanzmärkte beruhigen. Wir müssen wieder in die Finanzmärkte Vertrauen schaffen. Und das haben die geschafft und sie machen das Stück für Stück. Ich möchte noch mal etwas sagen, was in Frankreich analysiert wurde. Ich frage mich, wenn diese Politik nicht so vorangetrieben gewesen wäre zwischen Sarkozy und Merkel, das Duo Merkozy, ob die Italiener den Schritt gefunden hätten, die Regierung zu wechseln. Das hat auch dazu geführt zu sagen, Berlusconi muss gewechselt, ausgetauscht werden, genau wie in Griechenland. Das ist eine Politik, die man also allgemein sehen muss, mit allen Auswirkungen und sehr positiv. Es bildet sich ein Europa zurzeit, was stabiler ist, als noch vor ein paar Monaten. Und das ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Sonst gehen wir davon aus, dass 26 Länder so dumm sind und sich da anknüpfen und sagen, also wir machen das, weil das eigentlich bequem ist. Aber wer verknüpft sich denn? Es verknüpfen sich jeweils die Oberschichten in den Ländern. Moment, die Kapitalinteressen. Natürlich, aber das ist ja ein anderes Thema über Deutschland. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Gut reden wir über Deutschland, weil Herr Jörges einfach Quatsch geredet hat, als er gesagt hat, uns geht es allen hier so prächtig. Fakt ist, es gibt hier eine Masse. Das habe ich nicht gesagt, dass es uns allen gut geht. Exportüberschuss und der Wohlstand einer Minderheit hat er ja auch damit zu tun. Tun, dass es eine Reallohnsenkung gibt und dass stimmt. Die deutschen Löhne vergleichsweise dramatisch niedriger liegen im Vergleich als selbst die Länder, denen es angeblich noch schlechter Höhler, geht als uns. Ich verspreche Ihnen, dass Sie sofort danach dran sind. Ich möchte einfach zur Unterstützung von Frau Ditfurth die unverdächtige OECD zitieren. Wenn wir hören, dass die Franzosen sagen, wir möchten das deutsche System haben, da muss man sich mal fragen, wo steht denn das deutsche System? Wie gerecht ist das? Und schauen Sie sich an, das ist ganz aktuell, was eine OECD-Studie zu diesem Verhältnis von Reich und Arm in Deutschland gesagt hat.
Der Unterschied zwischen Arm und Reich wächst in Deutschland besonders schnell und erheblich stärker als in den meisten anderen Industriestaaten. Die Armen werden ärmer, die Reichen reicher. Das belegt eine aktuelle Studie der OECD. Während in den 90ern die oberen 10% der Einkommensbezieher noch 6-mal so viel verdienten wie die unteren 10%, so verdienten sie 2008 bereits 8-mal so viel. Die OECD fasst zusammen. Zunehmende Ungleichheit gefährdet den sozialen Zusammenhalt und schafft politische Instabilität. Frau Höhler, ist das das System, an dem Europa genesen soll? Also, ich habe ja nun eine Weile leider nichts sagen können, deshalb greife ich auch mal zurück zu dem, was hier in dem allgemeinen Konsens vorkam. Die sogenannte Stabilitätsunion, das greift ja diese Begriffe auf, ist eine Summe von Absichtserklärungen bislang. Das sind nicht Beschlüsse. Es kommt aber etwas hinzu. Diese Absichtserklärungen, die gelten Themen, die wir zum Beispiel in Deutschland schon lange haben. Die Länder haben Schuldenbremsen und kümmern sich nicht drum. Das heißt, wir sind absolut nicht sicher, ob das geschehen wird, was als Absicht erklärt wurde. Schlimmer aber, man hat nicht den Vertrag geändert, sondern man hat ein Protokoll daneben geschoben und gesagt, naja, im Zweifel vernachlässigen wir das, was im Vertrag an Verboten steht und richten uns nach unserem abgesprochenen Protokoll, das daneben läuft. Das ist ein Phänomen, das unter Merkel Schule macht, Gesetze beseitigen, wenn man sie nicht brauchen kann. Das heißt, wir haben eine zunehmende Beliebigkeit, was das Verhältnis zum Recht angeht, was das Verhältnis zur Moral angeht. Das ist alles Verfügungsmasse. Und wenn wir in eine solche EU gehen, wo ohne Parlamentsbeschlüsse Haushaltshoheit aus den Ländern an die EU übergeht, dann ermuntere ich doch mal, sich diese Machtmaschine näher anzusehen, wenn man allgemein plant, die mit noch mehr Durchgriffsmöglichkeiten auszustatten. Dies alles widerspricht unserer Verfassung. Man schleicht sich an die zum Beispiel EZB, die Europäische Zentralbank, heran über den IWF. Das sind die neuen Pläne. Und was mich am meisten stört an diesen Beschlüssen vom vergangenen Freitag ist Folgendes. Man hat im Aufmerksamkeitsschatten, wie man das nennen würde, dieser Absichtserklärungen hat man nie gesehene Summen bewilligt. Man hat Steigerungen aller früheren Abmachungen dort beschlossen, im Gegensatz zu den hier besprochenen und Frau Höhler, machen Sie an dieser Stelle mal einen Punkt. Das haben Sie jetzt nachgetragen in Ihrer Wertung der Beschlüsse. Ja. Wichtig, weil wir doch danke, dass Sie es getan haben. Nicht auf sicherem Boden. Genau, wir waren einen Punkt weiter, in dem Frau Dittwurth gefragt hat, was ist denn eigentlich das Modell, was da übernommen werden soll, wenn zum Beispiel Herr Sarkozy sagt, er möchte sich dem deutschen System angleichen. Wie das auseinanderklafft, die Schere Reich und Arm, habe ich eben gezeigt, Herr Jörges. Das heißt, um es mal konkret zu machen, das heißt beispielsweise arbeiten bis 67 und nicht wie in Griechenland bis 60. Das heißt, das deutsche System. Ja, das hat aber auch das ja, kennen Sie die Krankheitsentwicklung, wie viele Leute dann überhaupt gar nicht mehr können, wenn sie endlich mal bei der Rente sind? Kommen Sie andere Sendung, Rente mit 67, nein, das auseinanderklaffen von Reich und Arm. Sie haben ja gefragt, was meint der Sarkozy, das meint er damit. Ja, das ist das deutsche System, das wird in Europa jetzt nachgeholt. Und wenn Sie sagen, dass die Einkommensverteilung in Deutschland ungerecht ist, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Es hat Lohnstillstand, sogar Reallohnsenkung gegeben seit Mitte der 90er Jahre. Das ist ein Teil des deutschen Exporterfolgs. Aber daraus den Schluss zu ziehen, weiß nicht, wie Sie darüber denken, die D-Mark wieder einzuführen, wäre der schwerste Fehler, weil die D-Mark würde gegenüber dem Euro, manche sagen das, ja, würde eine solche Aufwertung der D-Mark oder eine Verteuerung der Exporte, dass die Löhne weiter gesenkt werden müssten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Euro ist das Beste, was Deutschland passieren kann. Dass in Deutschland Ungerechtigkeit existiert, ist doch kein Argument gegen den Euro. Ich habe doch nicht gegen den Euro argumentiert. Doch, wir reden über den Euro und über die Beschlüsse von Brüssel. Sie versuchen jetzt aus dieser sozialen Diskussion rauszukommen, indem Sie auf was anderes kommen. Habe ich ja zugestimmt. Ja, das war aber sozusagen Frau Dittwurth.
Ich glaube, dass wir ein Schlaglicht drauf geworfen haben, wenn man gerade ein deutsches System feiert, wo es steht, was zum Beispiel eine Einkommensverteilung angeht, da geht die Schere rasant auseinander. Herr Weimar, letzte Bemerkung dazu. Ich glaube, sie hat ja recht mit der Frage, worum geht es eigentlich? Also die eine Geschichte ist ja, die Merkel macht eine ganz gute Figur und Deutschland bestimmt wieder mehr als früher. Okay, da kann man zustimmen, aber sie fragte danach, wozu? Mhm. Und da finde ich, gibt es eine ganz wichtige Antwort. Und zwar hat Angela Merkel einen Weg betreten, sie spricht immer von der Politik der kleinen Schritte, also eine weite Wanderschaft, Europa zu wandeln von einer Schuldenunion zu einer Stabilitätsunion. Und deswegen ist das größte Gut, was wir, wenn man so will, vom deutschen Bewusstsein exportieren können, eine Stabilitätskultur. Seitdem wir beide leben, Frau Dittburt, hat keine Bundesregierung, übrigens kein westeuropäisches Land, je mehr einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Das ist hochgradig unseriös und das kann so nicht weitergehen. Das heißt, wir müssen raus aus diesem Schuldturm. Wir müssen raus aus diesem Bewusstsein. Mit immer neuen Krediten werden wir die Politik irgendwie bewältigen. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und der ist am Wochenende geschehen. Und das hat sie geschafft, obwohl die Südeuropäer das natürlich kulturell nicht unbedingt wollen. Sie auch keine Tradition haben. Das durchzusetzen und einen Berlusconi zum Rücktritt zu bringen, einen Papandreou zum Rücktritt zu bringen, einen Sarkozy, der nun wirklich eine schwierige neonapoleonische Figur ist aus Paris, so an die deutsche Seite zu bringen, das ist einfach eine große politische Leistung. Da kann man doch auch mal von der anderen Seite sagen, das hat sie nicht schlecht gemacht. Frau Dittburt, lassen wir gerade mal bei diesem Satz bleiben, bei dieser Eloge auf Frau Merkel. Sie hat sich durchgesetzt. Die Frage ist halt, wie beispielhaft Deutschland ist, wenn es zum Beispiel um die nächsten Haushalte geht und wie schmal der Grat ist, mit der neuen Stärke von Deutschland richtig umzugehen. Ich glaube, das kann man am besten ablesen an einem Zitat des Unionsfraktionsvorsitzenden Kauder. Wir sind solidarisch, aber nur für Gegenleistungen. Es muss sich etwas ändern. Und jetzt, was sehen wir wenige Monate danach? Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Frau Dittfort, was sagen Sie, grauenhaft? Oder was Nein, ich finde es ehrlich gesagt toll, wenn die Pappnasen da oben ab und zu so offensichtlich sagen, was sie denken. Weil es Glauben hat ja Sie, gewissen, dass das ein Ausrutscher war? Ich glaube, dass er so denkt und dass man es normalerweise nicht sagt. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar als Linke, wenn so aufklärerische Fehler passieren. Vielleicht war es ja kein Fehler, Herr Gödewehr. Wie klingt das eigentlich in den Ohren eines Franzosen, wenn Herr Kauder am Rednerpult des Bundestages sagt, man spricht wieder Deutsch in Europa? Nein, das hat also nicht gesagt. Nein, es wird hier auf die Sprache. Genau. Das wieder hat eine ganz andere Bedeutung. Ja, und das haben viele versucht in England. Ihm das wieder anzuhängen. Dann erlauben Sie mir, Tucholsky zu zitieren. Das ist aber das Problem, dass man das mitdenkt als Deutschland. Auch wenn der Deutsche nichts hat, Bedenken hat er. Sagen Sie es nochmal, bitte. Auch wenn der Deutsche nichts hat, Bedenken hat er. Ja. Im Grunde genommen, mich als Franzose, wenn ich nur in Frankreich leben würde und die deutschen Zeitungen lesen würde, würde ich anders reagieren. Aber ich habe so einen großen Teil meines Lebens in Deutschland verbracht. Ich bin auch aus einer Zeit, wo über Jahrzehnte gemeckert wurde über die Tatsache, dass Deutschland eigentlich ein wirtschaftlicher Riese war, aber ein politischer Zwerg. Jetzt ist Deutschland im Ausgleich, spielt auch in der Welt eine politische Rolle. Und dann beschwert sich jeder zweite Deutsche darüber, über die Tatsache, dass Deutschland eine politische Rolle spielt auf der Basis seiner wirtschaftlichen Stärke in der Welt und nicht, weil er politisch eine große Rolle spielen wird. Er ist dazu fast gezwungen, weil er eigentlich ein Exportweltmeister ist. Und deshalb finde ich das absolut normal. Das verstehen sogar die Franzosen. Warum verstehen die Deutschen das nicht? Das ist ein gutes Zeichen. Herr Lecke. Das Problem an dem Auftritt ist ja nicht, was da an Nationalismus von irgendwelchen doofen englischen Zeitungen reininterpretiert wurde. Das Problem ist diese Haltung, die er eigentlich damit verbunden hat. Er wollte damit sagen, wir geben jetzt als Sparweltmeister wieder das Vorbild und den Ton an. Und das ist aber was man nämlich mal genau in Frage stellen kann, meiner Meinung nach. Weil wir sind kein Sparweltmeister. Wir haben auch den Aufschwung nicht genutzt, um unsere Schulden abzubauen. Es wurde gerade dieses 6-Milliarden-Paket inklusive dieser Kita-Verhinderungsprämie für 1,5 Milliarden beschlossen. Da kann ich mich eigentlich nicht hinstellen und anderen sagen,
macht es uns nach und spart mal schön, wenn bei denen die Konjunktur so viel schlechter läuft. Das sagen die aber auch nicht. Die sagen ja nicht, wir sind Sparweltmeister, sondern die sagen, unser Wirtschaftssystem ist anders organisiert und ist erfolgreicher als das von Frankreich. Das meinen auch die Franzosen. Die Franzosen sagen nicht, wir müssen uns am deutschen Sparprogramm orientieren. Das gibt's nicht. Ja, das ist eher umgekehrt. Die Deutschen müssen nicht sparen, weil die Wirtschaft so gut läuft. Also jetzt mal grob gesagt, was ich für einen Fehler hielte, so zu denken. Wenn Sie das so alles so milde sehen, das finde ich... Um mal zur Frage dieser angeblichen deutschen Großkotzigkeit zu reden. Helmut Schmidt hat das ja gesagt. Wollen wir es mal hören, wie er es gesagt hat? Und dann können wir doch mal gucken, ob der alte Herr da hysterisch ist. Weil Sie alle sind ja voller Verständnis offenbar. Zum alten Herrn würde ich gerne mal sagen. Dann hören wir ihn doch erstmal, oder? Wenn ein Deutschnationaler zu verstehen gibt, heute und künftig werde in Europa Deutsch gesprochen, oder wenn ein deutscher Außenminister meint, fernsehgeeignete Auftritte in Tripolis, in Kairo oder in Kabul seien wichtiger als politische Kontakte mit Athen, mit Lissabon, mit Madrid, mit Warschau, mit Prag, mit Dublin, mit Den Haag, Kopenhagen oder Oslo oder Helsinki. Wenn ein anderer meint, europäische Transferunion müsse er verhüten, dann ist das alles bloß schädliche deutschnationale Kraftmeierei. Helmut Schmidt benutzt deutschnational. Er benutzt es wie ein Schimpfwort. Ja, das sagt der Mann, der also hat über eine Stunde nicht mehr rauf zu dem. Der also das kann. Ich meine, muss man auch fair sein. Okay. Wir lieben ihn ja alle und er ist wirklich gut, dass wir ihn haben. Er sieht vielleicht nicht. Dieses verdammte ewige möchte, Wir. Ich möchte gern. Ich sage es heute Abend nie wieder. Danke. Also der Mann, als er Kanzler war, hatte er den Beinamen der Weltökonom. Woher ist das gekommen? Weil er allen anderen um den Globus herum die Leviten gelesen hat. Insbesondere dem damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter. Den hielt er für ein Weichei. Der war ein Erdnussfarmer, der hatte von nichts eine Ahnung. Das zum Thema deutschnational. Und deutschnational, die Deutschen sind doch nicht, wie lange hat Angela Merkel gebraucht, bis sie diese Rolle angenommen hat. Das wird, ist ja immer wieder vorgeworfen worden, im Inland wie im Ausland. Sie will nicht führen, sie verweigert Führung, war doch der Vorwurf. Sie hat sie ja nicht gesucht. Sie ist ja da reingezogen worden. Sie haben es ja auch vorgeworfen. Sie fühlten sich nicht regiert von ihr. Ja, sicher. Und jetzt tut sie es endlich. Das heißt, ein englischer Freund... Herr Jörges, Sie wollen geführt Frau Ditford, werden? Ich bin ein Halbfaschist, dann haben Sie völlig... Nein, niemals, so lieber Himmel. Ja, gerne. Schon wieder so ein Hintertürchen. Hat in einem Punkt sein Hinweis auf Mensch, da müssen Sie uns hier seinen Gedanken den Satz zu Ende sagen. Sie haben ja unterbrochen. Die Deutschen sind doch nicht in die Position, also Deutschland, in der Europäischen Union nicht in die Position gekommen, in der sie jetzt sind, weil sie es unbedingt wollten, sondern weil die Situation es erfordert hat. Und ein englischer Freund... Sehr langjähriger englischer Freund sagte mir in diesen Tagen, ihr seid Großmacht, aber ihr wollt nicht Großmacht sein. Und täuscht euch nicht über die englische Isolation. In England denken viele so. Die sehen Deutschland inzwischen differenzierter, als ihre eigene Regierung es sagt. Herr Weimer. Ich finde, Welke hat einen wichtigen Punkt gemacht und sagt, naja, wenn wir unsere eigene Leistung haushaltspolitisch angucken, dann ist es nicht so berühmt. Jede Sekunde, in der wir hier sitzen, macht dieser Staat, dieser deutsche, so stabilitätspolitisch sichere Staat, 1.500 Euro neue Schulden. Das heißt, am Ende dieser Sendung sind das so noch mal 7 Millionen drauf. Und das mitten im Aufschwung, mit soliden politischen Verhältnissen, ist eigentlich ein Unding. Und insofern gebe ich ihm vollkommen recht, dass er sagt, naja, diese Regierung, gerade diese, ist ja angetreten zu sagen, wir wollen finanzpolitisch einiges ändern in Deutschland. Nur die FDP ist in einer so pubertierenden Verfassung, dass von der im Moment eine seriöse das ist die Politik, ehrlich gesagt, die Pubertät, dass man von der eine seriöse Politik im Moment kaum erwarten kann, was wirklich schlecht ist, denn unser Fiskus ist inzwischen auch ein Fiasko. Und selbst der deutsche Staat greift ja nicht nur mit beiden Händen, sondern bis zu den Ellenbogen seinen Bürgern in die Tasche und kommt trotzdem mit dem Geld nicht aus. Nie aus. Umso verständlicher, wenn eben andere Länder sagen, wieso wollt ihr uns eigentlich beglücken mit eurem Spardiktat. Herr Gödewehr, Sie sind sehr milde und ein großer Freund der Kanzlerin. Dann erklären Sie doch mal bitte, wie es dazu kommt, wenn man mal rund um uns herum Zeitungen und Karikaturen liest. Da sieht es richtig bitter aus. Da bekommt Frau Merkel richtig ihr Fett weg. Im Fokus der Karikaturisten Angela Merkel. Und so gleichen sich die Bilder. In Frankreich
Merkel als Feldherrin mit Pickelhaube und Peitsche. In Großbritannien als Domina mit Pickelhaube. Oder unterwegs im Panzer. In Griechenland Merkel in Nazi-Uniform. Und in Italien bekommt die Kanzlerin sogar ein Hitler-Bärtchen. Ich nehme mal nicht an, dass es Frau Merkel besonders trifft. Ich glaube, die ist da schmerzfrei. Aber können Sie verstehen, dass sich viele Deutsche darüber aufregen, die sagen, wir zahlen und dann müssen wir unsere Kanzlerin dann noch so heftig durch den Kakao ziehen lassen? Also, ein alter Politiker in Frankreich, Clemenceau, hat einmal gesagt, alles, was übertrieben ist, ist ohne Bedeutung. Ich muss ehrlich sagen, das ist genau das. Wenn man natürlich darauf fokussiert, diese Bilder, die einmal erscheinen und dann nicht mehr, aber man muss ein bisschen rumherum etwas sehen. Das ist, es ist nicht so, ich muss leider hier Deutschland enttäuschen. Europa hasst die Deutschen nicht. Also wenn man das hier erwartet, dass wir, ich weiß nicht, man hat manchmal den Eindruck, über eine bestimmte Presse hat man den Eindruck, nur sind wir wer wieder, wenn man uns wirklich nicht mag. Aber das muss nicht sein. Also nochmal, wir sind in eine andere Konstellation, wo Deutschland eigentlich eine Führungsrolle übernehmen muss, weil nicht die, ich wiederhole mich gerne, weil nicht die Politik im griechischen Sinne des Wortes eine Rolle spielt, aber die Wirtschaft. Und da hat etwas Deutschland zu sagen. Ich möchte hinzufügen und möchte auch korrigiert werden, denn hier sind viel bessere Köpfe als mein alleine. Inwieweit, was die Verschuldung Deutschland angeht, was gesagt worden ist, ist richtig. Also die 80% von Bruttoinlandsprodukt ist immer noch ungefähr wie Frankreich und viel anderen. Aber da drin ist immer noch ein Teil der Kosten der Wiedervereinigung, oder? Und das ist das einzige Land, was so eine Altlast hat. Die anderen haben das nicht. Das heißt, die Qualität der Verschuldung Deutschland ist anders als die Verschuldung, die chronische Verschuldung Italien, Frankreich oder Irland. Man vergleicht alles, also Apfel mit Birnen. Insofern, die Haushaltsdisziplin und die Qualität der Exporte Deutschland ist eigentlich ein Muster für alle, bis auf die Engländer, aber die spielen da keine Rolle, für alle europäischen Länder. Und deshalb sind 26 gerne dabei, sich also an diese Führung anzuschließen. Das muss man noch mal berührt werden. Und diese Bilder, die spielen da wirklich keine Rolle. Einen Satz noch, möchte ich noch mal hervorheben, den Sie gesagt haben. Offenbar ist es in Ihren Augen der deutschen Volksseele verankert, dass wir darum bitten, nicht gemocht zu werden. Es ist denn eine Volksseele, verflixt nochmal? Das gibt's doch gar nicht. Was sagen? Finden Sie sich also, da wieder, Frau Höhler, bitte zu diesem Satz. Ja, ich bin eigentlich etwas erschrocken, dass wir jetzt das Ziel der Sendung praktisch darin sehen, zu sagen, wie vortrefflich wir sind, aber wir wollen es doch nicht richtig annehmen und die Qualität unserer Schulden ist eine andere. Ich möchte mal auf Folgendes aufmerksam machen. In diesen Absichtserklärungen steht nicht drin, wir werden künftig Ländern, die ihre Strukturen vernachlässigt haben, auf die Beine helfen, indem wir die Konjunktur ankurbeln, sondern es steht da drin, wir werden drohen, wir werden strafen. Und zwar strafen wir, indem wir Geld fordern, während wir gleichzeitig ja Geld hinschicken. Nein. Und, Moment. Es wird kein Geld gefordert, das ist falsch. Pass auf. Doch, es Sanktionen sind politische, Sanktionen, die verlieren und wandern das Stimmrecht. Nein, und die, wenn man noch einem anderen Parlament diktiert, es gibt keine Geldstrafen. Der Reihe nach, bitte. Das heißt, Sie verlieren hohe und ehrwürdige Rechte in diesem Verband, der Europa heißt. Und das scheint mir ein ziemlich deutscher Entwurf zu sein. Ein schulmeisterlicher Entwurf. Wir müssen doch Folgendes fragen. Die gesamten Absichtserklärungen, die Verträge genannt werden, aber noch keine sind und auch nicht so bald welche werden, sind getragen von dem Geist der Kontrolle. Das heißt, Kontrolle statt Vertrauen ist das Prinzip, das augenblicklich vertrauen für die Sie EU bejubelt wird. Vertrauen Sie noch der griechischen Regierung? Vertrauen Sie immer noch, Frau Höhler? Ich sprach von dem Prinzip, das in den... Ist eine falsche Bemerkung, sorry. Ja, Entschuldigung. Ich war von dem Prinzip, dass die hier gepriesenen Erklärungen aus Brüssel kennzeichnen. Das ist ein Prinzip der Kontrolle. Wir schauen den Leuten auf die Pfoten und wenn die kulturell anders drauf sind als wir,
Da müssen Sie nicht kennen nur Sie den Satz, Frau, ja, kennen Sie den Satz, so. Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, nun, er hat nur Griechenland genannt, was war ja mit Italien, ja, was ist mit Italien, was ist mit Spanien, was ist mit Portugal. Auch in Griechenland hat man diesem Land die Schnur um den Hals gelegt und immer ein bisschen fester gezogen, aber versäumt, die Fähigkeit, Wachstum überhaupt zu generieren, mit wieder in Gang zu bringen. Das sind vielleicht aber auch also das die entscheidenden Fragen, die eben nicht beantwortet wurden in Brüssel. Das sehe ich genauso. Ja, also die aber Kontrolle jeder weiß das. Ich bin erschrocken, dass wir hier eine Runde haben, in der offenbar eine stille Verschwörung dazu führt, dass man sagt, alles top, alles super, wir führen, wir stehen noch nicht so richtig dazu. Oder wir haben Merkel vorher immer vorgeworfen, sie führen nicht. Ich muss Ihnen sagen, doch, das so haben Sie eine, ihr jahrelang vorgeworfen, mal, gerade Sie. Ich nicht, nein. Doch. Ja, so, sie lesen das nicht, was schreibe ich jetzt? Doch, das lese ich immer, weil das passen interessant ist. Passen wir auf. Ich sage zwei sie Großschreiber führen, im Dialog, Moment, das kann lustig werden. Sie führt autoritär, aber undercover, habe ich geschrieben. Und damit ist Folgendes gemeint. Wir haben in Deutschland, und so klingt die Runde hier auch, inzwischen keine wirkliche Opposition mehr. Stimmt. Darüber mache ich mir Sorgen. Nehmen ich sage mich mir, bitte was soll auf das eigentlich werden, Frau Höhler? Wenn ich immer nein, alle ich kann hier nicht mehr böse werden. Unisono im Parlament das eher für die Umsturzideen von Frau Merkel, sie zum Beispiel die sogenannte Energiewende, das einstimmig beschließen. Du lieber Dank, also die Energiewende sparen wir uns jetzt mal aus. Platz und es viel Schmutz gibt, bitte. Was machen Sie? Frau Dittfurt, das war aber. Die Krise gehört zum Kapitalismus wie die Hundescheiße zum Hund. Ist nur schwerer zu beseitigen. Und es gibt nur zwei Lösungsmöglichkeiten. Ich versuche mal, etwas in die Debatte zu werfen, was mir wichtig ist. Die eine Möglichkeit ist, was hier teilweise, ich nehme die aus, Konsens zu sein, scheint leider ist, man macht das über Steuern, Sparhaushalte und schreibt auch anderen Haushalten, anderen Nationen vor, wie sie mit ihren Leuten umzugehen. Das geht immer gegen die Schwachen. Die andere Seite, und dieses Wort fällt Ihnen das vielleicht auf, viel hier noch gar nicht, ist Steuererhöhungs. Also denen zu nehmen, die in den letzten 20 Jahren und auch davor von Ausbeutung, von Spekulation, von anderem so hoch profitiert haben. Vermögenssteuererhöhung und der Körperschaftssteuer, spezielle Steuer für die Reichen und so weiter. Da könnte man das Geld herkriegen. Darüber wird nicht geredet, weil es einen Pakt der Oberschichten der verschiedenen EU-Nationen gibt. Und die Differenzen zwischen Deutschland, Frankreich einerseits und Großbritannien andererseits haben etwas damit zu tun, dass es unterschiedliche Ökonomien, unterschiedliche Kapitale, die haben auch streitende Interessen gibt. Und daraus setzt sich das zusammen. Und es hat nichts mit den schönen Bildern von einem Mann und eine Frau, wunderbarer Film übrigens, und die mich irgendwo zwischen einem Mann und eine Frau und Brezhnev küsst Honecker, sind diese Bilder. Es ist scheißegal, selbst wenn Gerhard Schröder gegenwärtig Kanzler wäre, gerade der, würde der kein bisschen anders agieren können. Er wäre nur anders gekleidet und hätte ein bisschen andere vielleicht Manieren als ja Frau auch, Merkel. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das, was im Moment an Finanzstrukturen durchschaut werden muss, dass das so manchen überfordert. Wie gehen wir damit um? Wir können ja eigentlich nur immer Vertrauen geben, verschenken an Politikern, von denen wir glauben, dass sie wissen, wie es funktioniert, wie tatsächlich die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind, von denen wir glauben, dass es die Kanzlerin weiß, von denen wir glauben auch, dass es ein Minister weiß. Das ist aber gar nicht so. Sagt zumindest einer, und wir reden heute über das Führungspersonal, das Aktive und das in Reserve. Das ist nicht so, das sagt einer, der in Reserve ist und der sich mit Vertrauenskrisen eigentlich auskennen müsste. Karl Theodor zu Guttenberg sagt in seinem Buch Vorerst gescheitert. Mich fasziniert die erschütternde Unkenntnis bis in die politischen Spitzen hinein, was die Mechanismen, Regeln und Abläufe internationaler Kapitalströme anbelangt. Ich wage zu sagen, dass sehr viele noch nicht mal das kleine Einmaleins dieser ökonomischen Mechanismen kennen. Ich habe in Deutschland im politischen Bereich noch keine überragende Figur kennengelernt, von der ich sagen würde, da ist wirklich die Breite des Wissens vorhanden. Rums, das ist ein Hammersatz, Herr Welke. Ist der mutig oder nur anmachend? Das muss man ja trennen. Wenn man das überlegt, was er allein in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat im Rahmen seiner Operation Comeback, hat er karriereplanungsmäßig eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Unter Comedy-Gesichtspunkten hat er alles richtig gemacht. Ja, ich zeig mal, wie Sie davon leben. Sie haben das Gespräch Giovanni Di Lorenzo nachgestellt. Zum Teil mit Originaltexten. Es sind Originalzitate. Man muss sich das jetzt ein bisschen vorstellen. Ich finde, Sie sind mir nicht böse. Nein.
Giovanni Lorenzo sieht ein bisschen besser aus als... Das ist gemein. Das ist aber jetzt eine sehr geschmäcklerische Ansicht. Als Sie, ich bringe den Satz zu Ende. Und er hat aber, sicher. Aber Gutenberg ist gut getroffen. Ja. Eigentlich war das ja eine Patchwork-Arbeit, ja, die sich am Ende auf mindestens 80 Datenträger verteilt hat. Hier, schauen Sie. Ich wusste später auch nicht mehr, welcher Text von mir und welcher möglicherweise ein Fremdtext war. Ah, zu doof, sich die eigenen Texte zu merken, aber Kanzler werden wollen. Ach, Sie sind Herr Obama und Sie sind Herr Putin. Ich verwechsel das immer, ich alte Schussel lese. Das wird super. Dabei fällt das war nicht von Di Lorenzo, muss man dazu sagen. Das war von Ihnen. Fällt mir auf, dass Sie meine Frage noch nicht beantwortet haben. Nehmen Sie diesen Satz mal ernst. Da sagt er zu Gutenberg, dass es keinen gibt. Er kennt keinen, das heißt nicht die Kanzlerin, nicht der Finanzminister, der das Wissen in der Breite hat, das man braucht. Also wir haben tatsächlich in Vorbereitung auf diese Sendung vor zwei Wochen uns das komplette Interview, nicht nur den Ausschnitt in der Zeit, sondern das Buch reingezogen. Und das hat mich tatsächlich Kraft und Energie gekostet, weil es ist schwer auszuhalten, wenn jemand so von seiner eigenen Bedeutung durchdrungen ist. Das kommt wirklich aus jedem Satz. Also wenn er dann wirklich wörtlich sagt, es herrscht wahrlich keine Inflation an Charismatikern. Das sind so Sachen, die darf man auch indirekt nie über sich selber sagen. Das finde ich absolut verheerend. Aber er hat da in dem Punkt gar keine Berührungsängste. Das ganze Buch wimmelt von solchen Sätzen. Und das hat mich schon ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal der Satz, er spricht ja auch dem Finanzminister, Herr Weimer, eigentlich die Kompetenz in der Breite ab. Wer hat denn mehr Kompetenz in der Breite, Herr zu Gutenberg oder Herr Schäuble? Also in Finanzfragen ganz bestimmt, Herr Schäuble. Ich finde übrigens auch, dass er das Comeback damals richtig vermasselt hat. Er hätte jede Chance gehabt, zurückzukommen, denn er hatte wirklich schwer gebüßt. Er ist zum Gespött der Nation geworden über Monate hinweg. Er hat Job aufgegeben, Mandat aufgegeben. Er ist ins Ausland gegangen. Irgendwie war es dann auch gut. Und dann hätte er zurückkommen können, wie Cem Özdemir, dem ja Vergleichbares passiert ist. Er hat Geld vom PR-Berater genommen, Bonusmeilenbetrug, hat alles niedergelegt. Er hat einen Kredit genommen, Cem Özdemir. Und ist nach Amerika gegangen und kam dann eben als einfacher Abgeordneter zurück. Und das hätte Gutenberg auch machen sollen. In seinem Wahlkreis antreten, sich wieder wählen lassen als einfacher Angebauter. Und so ist er wieder Opfer seiner eigenen Arroganz geworden. Und das ist im Grunde genommen eine tragische Entwicklung. Darf ich zu dem Satz was sagen, den Sie zitiert haben? Ich lasse jetzt mal Gutenberg weg. Ich glaube nicht, dass er die Berechtigung hat, solche Sätze zu sagen in seiner Situation. Aber die Sache ist im Kern richtig gesehen. Jedenfalls war sie richtig gesehen. Die Folge der Liberalisierung der Finanzmärkte, von der Politik gewollt, Anfang des Jahrtausends, 2003 in Deutschland passiert, war doch, dass man die Finanzmärkte sich selbst überlässt und überhaupt der Meinung ist, man müsste sie nicht steuern und regulieren, das machen die selbst. Also hat sich auch keiner mehr darum gekümmert. Es hat auch keiner mehr hingeschaut und keiner, wenige, was davon verstanden, sehr wenige. Der Staatssekretär Asmussen, der jetzt zur EZB wechseln soll, ist im Finanzministerium einer der wenigen, der auch damals schon an der Liberalisierung beteiligt war, aber inzwischen auch seine Meinung geändert hat. Das ist aber eine alte Situation. Die Politik hat längst begriffen, dass es so nicht geht. Die Politik hat begriffen, das ist ihr wichtigstes Problem, existenzbedrohend. Sie geht unter, wenn sie es nicht versteht. Und ich muss mal sagen, lassen Sie mich den Satz noch zu Ende sagen, weil das ist, muss man eine Lanze brechen für den normalen Abgeordneten im Bundestag. Ich habe noch nie erlebt, dass sich alle Abgeordneten über Monate hinweg im Detail darum bemüht haben zu verstehen, was in den Verhandlungen an den Finanzmärkten los ist, weil wenn sie nach Hause kommen, in den Wahlkreis danach gefragt werden, sie überlassen es nicht mehr ihren Experten, sondern sie wollen es alle selbst verstanden haben. Das ist eine Bewegung im Parlament, die vertrauen auch nicht mehr blind dem Finanzminister, seinem Staatssekretär, auch nicht mehr der Bundeskanzler. Wir haben ja diverse spannende Abstimmungen erlebt, wo es darum ging, ob die Kanzlermehrheit zustande kommt. Wir erleben jetzt die Endphase einer Mitgliederbefragung in der FDP, wo die auch nicht ihrer Führung trauen. Also die Politik ist hinterher, auf die Höhe der Zeit zu kommen. Und das, was er sagt, ist alter Stand von vor zwei, drei Jahren. Alter Stand und trägt dazu bei, sein Comeback zu organisieren oder nicht? Es macht seinen Kampf. Ich meine, dass der Mann heute in Brüssel auftritt als Internetberater, ist da ein Witz. Das hätte er gar nicht erfunden. Das hätte er nie erfinden können. Wollen Sie sich das mal angucken? Ja, wir waren übrigens dabei. Wir waren dabei mit einer Frage. Wir haben es erst gar nicht geglaubt, als dieser Termin bekannt wurde, dass es tatsächlich stattfindet. Aber es hat stattgefunden.
Karl Theodor zu Guttenberg, seit heute Berater der EU-Kommission zum Thema Internetfreiheit. Engagiert von Neelie Kroes, der zuständigen EU-Kommissarin. Die Plagiatsaffäre des Ex-Ministers ist für sie kein Problem. Das war meine persönliche Wahl, meine Idee. Und ich suche Talente, keine Heiligen. Zu Guttenberg sieht sich gerade wegen seiner Plagiatsaffäre qualifiziert für diesen Job. Ich habe auch persönliche Erfahrungen gemacht mit der Macht des Internets, erst in diesem Jahr. Ich schätze die Fähigkeit des Internets, diejenigen, die an der Macht sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben uns gedacht, dass Herr zu Guttenberg so etwas sagen würde. Deshalb haben wir unseren ARD-Kollegen in Brüssel heute Morgen gebeten, in der Pressekonferenz folgende Frage zu stellen. Eine Frage: Freiheit im Internet, heißt das nach Ihrer Lesart Copy and Paste für alle? Ich habe sicherlich einige Erfahrungen bezüglich der Frage, die Sie mir hier stellen. Internetfreiheit ist ein Hauptziel, das ich verfolge. Aber ich habe auch etwas von Grenzen gesagt. Wir müssen uns immer im demokratischen Rahmen bewegen, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit. Ja, saukoole Antwort, Herr Goethe, wäre der richtige Mann am richtigen Platz? Nein. Und ich würde ihm auch, wenn ich die Möglichkeit hätte, keine zweite Chance geben. Ich muss ehrlich sagen, Frau Höhler hat also vor einigen Minuten von Moral in der Politik gesprochen, glaube ich. Also ein Wort viel, also Moral. Ich muss sagen, die Politiker haben genau wie die Topmanager in der Wirtschaft, das dürfen die nie vergessen, irgendwie eine Rolle als, ich wage das zu sagen, als Vorbild. Herr Guttenberg ist das nicht mehr. Zweitens. Für alle Zeiten. Wissen Sie, jetzt plötzlich steht er auf als Nestor der deutschen Politik, der europäischen Politik, der Weltpolitik. Er weiß genau alles besser als die anderen. Was ist das? Wenn man Herr Guttenberg eine zweite Chance gibt, dann muss man jetzt anfangen, an die anderen zu denken. Wann kriegt Frau Koch-Merin eine zweite Chance? Keine Rede drüber. Sie ist irgendwo sie sieht vielleicht nicht so gut aus wie Guttenberg im Fernsehen, wobei die gar nicht schlecht aussieht. Und ihr Mann vielleicht weniger. Ich hatte gerade gedacht, dass sie kein Franzose sind. Moment. Und ich wage auch einen Vergleich, wo ich weiß, dass ich dafür geprügelt werden könnte, weil das nicht auf dem Niveau ist. Aber trotzdem, wer gibt der Kassiererin von Rewe, die aus dem Müll einen kleinen Sandwich klaut, eine zweite Chance nach der Kündigung? Wer? Herr Weimer? Ich hatte mehrere zweite Chancen. Herr Weimer? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das sehe ich wirklich anders, sonst habe ich Ihnen heute Abend immer zugestimmt. Aber ich will lieber in einer Gesellschaft leben, die auch vergeben kann. Wo es eine zweite Chance gibt, wo es die Möglichkeit zu einem Comeback gibt. Und deswegen habe ich den Fall Özdemir auch genannt. Es gab übrigens viele andere Fälle, wo Politiker Vergehen begangen haben und aus anderen politischen Konstellationen gar nicht zurückgetreten sind. Denken Sie an Joschka Fischer. Der Stern hat damals eine wunderbare Geschichte enthüllt. Das Problem ist doch, dass Guttenberg so schnell Fischer hat die Kraft Öffentlichkeit gefunden, auch sich selbst belogen und trotzdem ist er nicht zurückgetreten und die Öffentlichkeit hat es ihm auch verziehen. Und diese Fähigkeit, auch eine Gesellschaft zu verzeihen, ist eigentlich eine große Qualität. Aber darum geht's und das doch hätte ich eigentlich gerne. Nicht. Nur hier hat er es selber verstolpert, die zweite Chance. Herr Welke hat das hohe Tempo, mit dem er sich selbst verziehen hat, kritisiert. Ja. Herr Jörges, er ist jetzt in Brüssel angekommen. Müssen wir uns an solche Auftritte gewöhnen? Nein, ich finde, interessant ist, mir ist das erste Mal der Auftritt von Frau Neelie Kroes aufgefallen. Ich werde jetzt genauer hinschauen. Was ist das eigentlich für eine Frau in dieser EU-Kommission für solche Aufgaben? Sehr schräg. Aber jetzt zu Guttenberg zurück. Gibt es noch mehr davon? Vermutlich. Jetzt zu Guttenberg zurück. Wir haben ja deshalb ist es auch keine Frage des Verzeihens mehr. Da würde ich Ihnen im Prinzip zustimmen. Aber da ist doch zu der alten Frage seines Charakters eine neue hinzugekommen, nämlich der Frage nach seiner politischen Klugheit. Da geht es nicht mehr um Verzeihen. Ein Mann, der dieses Angebot annimmt, ist doch nicht mehr ganz klar im Kopf sortiert. Herr Jörges, halt. Weil das hätte er niemals halt, Herr Jörges, an dieser Stelle sage ich einfach halt. Ich möchte an dieser Stelle mal zwei Zitate bringen von zwei Gästen, die heute in dieser Runde sind, zu der politischen Begabung von Herrn zu Guttenberg. Das erste Zitat ist von Ihnen, Herr Jörges, das zweite von Frau Ditfurth. Und das bringt sehr interessante Erkenntnisse. Erstmal Sie über Guttenberg, Herr Jörges. Thank you.
Angela Merkel bleibt Führung schuldig. Karl Theodor zu Guttenberg hat ihr gezeigt, wie das geht. Feuerte mit altpreußischem Schneid den Generalinspekteur und einen Staatssekretär. Und er hat allen, der Politik wie der Öffentlichkeit, bewiesen, dass der feingelackte Baron einen eisernen Kern hat. Die Härte für Höheres, fürs Kanzleramt. So, Sie gehen schon in Verteidigungsstellung. Das müssen Sie jetzt noch einen Augenblick lang aushalten. Denn ich zeige Ihnen erst noch, wie Frau Ditfurth darüber gedacht hat. Und dann gucken wir mal, wer der bessere politische Analytiker ist. Das ist ein Schnösel aus dem Schloss. Der wohnt in einem Dorf, da kommt er her. Die Familie ist ein paar hundert Jahre alt. Da wird ihm ganz viel mitgegeben, was für ein bedeutendes Glied einer langen Kette ist. Das Schloss ist da oben, das Dorf ist da unten. Dann sind da noch 400 Millionen Euro. Und dann noch Land bis zum Horizont. Und dann sind jetzt alle hier in Tränen, also vor Rührung fast ausgebrochen, dass der Mann sich auch noch auflädt, Politik zu machen. Was für ein Held. Hey Jörg. Ich nehme an, das ist Ihr Applaus, Frau Ditfurth. Herr Jörges, hat sich der politische Korrespondent von ihm verführen lassen und die ehemalige Politikerin, ich sag mal ehemalige Adelige Jutta von Ditfurth eben also, nicht? Diese Fragen liebe ich, weil... Deswegen stelle ich sie. Ja, das ist, aber das ist halt so beim Journalisten. Ich habe Angela Merkel über Jahre kritisiert und heute lobe ich sie. Mhm. Ich habe Guttenberg in seiner Anfangsphase gelobt und heute kritisiere ich ihn. Sie weiß ja immer alles. Entweder Revolution oder wir begehen Selbstmord, weil wir sind dem Kapital ausgeliefert. Also so platt hätte ich jetzt nicht von Ihnen gedacht, dass Sie denken. Hören Sie mal. Einen Satz weiter, Herr Jörges. Das ist doch völlig klar, dass sich Menschen entwickeln, Situationen entwickeln, man Menschen anders sieht, dass sie Fehler machen, dass man sie nach Fehlern anders beurteilt, als man sie vor dem Fehler beurteilt. Was ist daran ungewöhnlich? Die Frage ist, was erwartet man von Journalisten? Dass sie, wenn sie Guttenberg mal gut gefunden haben, ihn gut finden bis heute zur Pressekonferenz in Brüssel, das können sie nicht im Ernst erwarten. Fühlen Sie sich als Verführter von ihm, wie viele andere? Der Mann hat ja... Mal an. Pass mal auf. Eine sehr private Frage. Ja, ist eine sehr private Frage. Fühlen Sie sich als Verführter von ihm? Das glaube ich nicht, weil weder auf seine Haare, noch auf seine Jeans, noch auf seine Moonboots, noch auf seine Auftritte in Afghanistan, noch sonst was rein, auf seine Frau schon mal gar nicht. Sondern ich habe gut gefunden, dass er der Kanzlerin widersprochen hat, als es um Opel-Subventionen ging, da hatte er recht. Ich habe gut gefunden, dass er den Krieg in Afghanistan einen Krieg genannt hat. Ich habe gut gefunden, dass er die Bundeswehrreform gemacht hat, weil ich die Wehrpflicht bei dieser Lage, wo nur noch so wenige einberufen werden und es ist völlig ungerecht geworden ist, für notwendig gehalten habe. Ist das ein Fehler? Tut mir leid. Ja, dazu Frau Ditfurth, hatten Sie es ein bisschen einfacher, weil das so ein Reflex das natürlich halt immer was gegen war. Leute auf dem Schloss, das ist ja klar. Das wäre die Frage gewesen. Vielen Dank, Herr Jörges. Bitte. Nein, ich glaube, man muss einfach versuchen, Menschen und ihre Antriebskraft zu durchschauen. Und dann ist das nicht so schwierig. Und ihr zum Beispiel, also preußisch schneidig, das ist Ihre Sprache, ich finde, die sagt ganz viel. Und wenn Sie dann sagen, der war so tapfer, der Mann, dass er Kunduz, darf ich das jetzt mal sagen, der Kunduz und Afghanistan einen Krieg genannt hat, da brachen ja irgendwie hier die halben Medien irgendwie in Tränen aus, was für ein tapferer Politiker. Nur was immer noch nicht begriffen ist, wie in diesem Land Eliten funktionieren. Das heißt, wenn man in solchen Kreisen aufwächst, dann gehört man zur herrschenden Schicht und ist kein aufgestiegener Politiker. Der hat im Moment ein viel größeres Problem mit seiner Familie, mit Papi, mit sonst wie, mit Frau, mit deren Bismarcks Familie. Er hat sich blamiert. Er hat die Sippe sozusagen in eine enorme Blamage geritten. Er muss sich bewähren. Wer schon könnte sich sonst leisten, ehrenamtlich, und wer würde eingeladen werden, in der EU-Kommission zu bewähren, ehrenamtlich für eine amerikanische Thinktrust-Institution zu arbeiten? Das geht alles nicht. Das heißt, der wird jetzt 10 Jahre Buße tun. Das kann er sich auch leisten, weil er stinkreich ist. Und dann, 8 Monate geschafft. Dann hängt es. Und er hat immer noch nicht gesagt, dass er geklaut hat, sondern es ist ein schweres Ding passiert. Und er hat die Macht des Internets kennengelernt. Was für ein Geschwalle. Das heißt, natürlich wird er sich jetzt wahnsinnig bewähren. Er muss Buße tun, aber nicht gegenüber irgendwelchen Bevölkerungsteilen, sondern vor allem auch gegenüber den Kreisen, aus denen er kommt. Da sieht man es nicht gern, wenn einer so dumm patzt. Frau Höhler, Herr Welke. Und dann kommt er in 10 Jahren wieder. Alle werden sagen, er hat jetzt 10 Jahre ehrenamtlich gebüßt. Ist er nicht ein Held? Und dann ist er wieder da. Und er nennt einen Krieg deswegen. Weil der Held ein größerer Held ist, wenn er nicht humanitäre Intervention sagt, sondern wenn er dorthin fährt, wo ein Krieg ist. Das macht ihn zu einem größeren Helden. Der Blickwinkel ist falsch, aus dem Sie das als ganz enorme Leistung Frau von ihm bezeichnen. Ja, ich meine, die Geschichte mit der zweiten Chance, die hat ja folgendes Problem.
Nicht, dass wir ihm die nicht gönnen, aber er schafft dafür den Startpunkt nicht. Das heißt, er verharrt ja in seiner Lüge. Eindeutig. Das heißt, er sagt, ich habe mich betrogen. Meine Deutung ist, in der Tat, als er dann nach einer Woche seine Arbeit zum ersten Mal zur Kenntnis nahm und uns mitteilte, er hätte Unsinn geschrieben, während ein Star seines Faches die Arbeit summa cum laude genannt hatte, das heißt mehr als eins, ausgezeichnet, und er immer wieder damit kam, ich habe Unsinn geschrieben, der hat gedacht, wenn ich denen nun sage, Unsinn geschrieben, dann müssen sie mich doch wieder mögen. Er hat immer Auswege gesucht, um darum herumzukommen, zu sagen, verdammt nochmal, ich bin ein Blender. Wenn er uns das sagen würde, die Deutschen lieben ja gefallene Stars, dann könnte er die zweite Chance kriegen. Er kann sie nicht kriegen, weil sein Hochmut ihn daran hindert, zuzugeben, dass er ein Betrüger ist, wahrscheinlich übrigens auf folgende Weise, selbst betrogen, sein Ghostwriter hat die Gänsefüßchen vergessen. Und das kränkt ihn und das treibt ihn. Und deshalb nimmt er jeden Job an, egal ob der stimmt oder nicht. Herr Welke. Also mich faszinieren eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, man muss ja jetzt kein PR-Genie sein, um ihm dann von außen zu raten. Du musst dich jetzt mal mindestens ein Jahr ganz tief in die Furche legen, aber Minimum ein Jahr. Dass er es gerade mal 8 Monate ohne die Liebe seines Volkes ausgehalten hat, das wirft ein interessantes Licht auf ihn. Also dieser Aufmerksamkeitsentzug muss wirklich an ihm genagt haben, weil anders ist es ja nicht zu erklären. Und die zweite Sache, die betrifft uns dann tatsächlich alle, weil es scheint ja offensichtlich eine ganz tief verwurzelte Sehnsucht nach diesem Politiker zu geben, der anders ist, der sich eben nicht irgendwie nach dem Wind biegt, weil all das wurde ja in ihn hineingelesen, sage ich jetzt ganz bewusst, dass da einer ist, der sich auch mal gegen die eigene Partei steht. In dieser Opel-Nacht ist ja ein Mythos geboren worden, des Politikers, der eben sich gegen die Regeln seiner Kaste stellt. Und nur noch mal zur Erinnerung, er ist ja nicht wirklich zurückgetreten. Dann würden wir heute auch anders über Gutenberg und über sein Rückgrat reden. Er hat damit gedroht. Und dann hat ihn halt unter anderem die Bild-Zeitung eben zu diesem Steher und zu diesem Helden gemacht, zu diesem anderen Politiker. Das Verrückte ist nur, dass er den Scheiß irgendwann selber geglaubt hat, den er sich mit der Bild ausgedacht hat. Also das ist das, was ich nicht verstehe. Wahrscheinlich hält er sich aber an Zahlen fest, die diese Runde hier, wie Sie zu Hause, auch verwundern werden. Hier ist Einigkeit, dass er das vermasselt hat und dass auch sich, es hat hier viel Applaus gegeben für Ihre kritischen Äußerungen, dass er sich die Sympathien verscherzt hat. Wenn Sie mal sehen, in einer validen Meinungsumfrage, wo der Mann steht, dann wundert man sich vielleicht über uns selbst, über uns Deutsche. Zu Gutenberg sollte möglichst bald in die Politik zurückkehren. Das sagen 43% der Wahlberechtigten in Deutschland. Der Grund? Die Deutschen haben ihn als Politiker noch immer in guter Erinnerung. So sind ganz aktuell 60% der Wahlberechtigten rückblickend mit seiner politischen Arbeit zufrieden. Damit lässt Karl Theodor zu Gutenberg nicht nur den Mitretter der deutschen Spareinlagen Peer Steinbrück und den ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier hinter sich, sondern verweist auch sein Nachfolger als Verteidigungsminister Thomas de Maizière, Finanzminister Wolfgang Schäuble und sogar Kanzlerin Angela Merkel auf die Plätze. Frau Dittfurt, verzweifeln Sie manchmal an den Vorlieben der Deutschen? Wenn Sie sich das mal angucken, dieses Ranking. Also wenn es ganz schlimm würde, dann wäre ich ja schon längst ausgewandert. Aber die saloppe Bemerkung, die Sie da gezeigt haben mit er ist ein Schlüssel im Schloss, hat mir so viele Hassmails eingebracht wie noch nie in meinem ganzen Leben. Selbst wenn ich über Nazis irgendwie geschimpft habe, gab es nicht mehr als da. Also der Untertanengeist vieler Menschen in Deutschland ist grauenhaft ausgeprägt. Ja, Sie sagen das so grauenhaft. Ich möchte sich seine Idole ungern nehmen, das muss man ja sagen. Das ist ja insofern eine ganz verrückte Geschichte, weil es gibt nach wie vor bei sehr vielen Menschen ein unerschüttertes Vertrauen zu einem Hochstapler, weil sie den anderen Politikern Unehrlichkeit unterstellen. Das ist das Abstützen der anderen. Sie haben eben auch auf den anderen, auf dem Rücken der anderen, Sie haben eben die Sehnsucht der Welke angesprochen nach einem anderen Politikertyp, vielleicht nach einer anderen Partei. Darüber wollen wir gleich reden, wenn ich bei Brigitte Büscher war. Ich möchte zum Schluss dieses Blogs zeigen, einen Menschen, der in der Nähe des Schlosses wohnt und der stellvertretend für viele gesagt haben, entweder ist egal oder aber der Mann hat sich aufgeopfert. Und das ist auch ein Zitat aus einer journalistischen Sendung im ZDF, deren Vertreter heute hier sitzt.
Eine Nachbarin der Guttenbergs hat jetzt bei Anne Will in dieser Woche den ultimativen Beweis geliefert, dass der Freiherr gar nicht betrogen haben kann. Der hat Tag und Nacht gesessen im Schloss, hat gearbeitet. Man hat immer das Licht gesehen bei ihm. Ja, gnädige Frau, ich weiß gar nicht, wie bringe ich Ihnen das jetzt schon bei? Dieses Licht, das Sie da gesehen haben, und ich glaube Ihnen, dass Sie das gesehen haben, das war nicht die Schreibtischlampe, das war der Kopierer, gnädige Frau. Aber es stimmt. Der lief Tag und Nacht im Schloss. Vielen Dank, haben wir selten, dass ein Gast dieser Runde so viele schöne Filme mitbringt. Vielen Dank dafür, Herr Welke. Unsere Zuschauer, Brigitte Büscher, gib mir einen Überblick. Sie sind erstmal im großen Kontext unterwegs, im großen Rahmen, also in Europa. Und Sie stellen sich da ein bisschen die Frage, welche Rolle können oder sollen die Deutschen in Europa spielen? Und vor allen Dingen, was darf das kosten? Unser Zuschauer Marc ist ganz positiv, 43 Jahre alt, sagt, jeder Einzelne sollte sich fragen, ob er für die Idee des gemeinsamen Europas steht und ob er dafür individuell bereit ist, auch finanzielle Opfer zu bringen. Ich bin dazu bereit, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Diese werden unter Merkozy, hat er schon angenommen, nun gut gestaltet. Die großen wirtschaftlichen, gesünderen und starken Nationen müssen vorangehen, wer denn sonst? Also klare Führungsrolle für Frankreich und für Deutschland, ein bisschen mehr für Deutschland. Der Blick auf das Führungspersonal, auch sehr kritisch bei unseren Zuschauern, stellen sich die Frage, wird er regiert oder nur reagiert auf das, was in Europa passiert? Und unser Zuschauer Jörg Nazarov, 61 Jahre alt, ist eher kritisch. Er sagt, Merkel führt nicht. Er sagt, die Kanzlerin wird uns nirgendwo hinführen, weil sie keinerlei konkrete Stellung zu irgendeinem Thema hat. Ihr Credo heißt seit Jahren, gemeinsam werden wir es schaffen. Ihre Intention heißt, politisch überleben, ohne angreifbar zu sein. Einen ähnlich düsteren Blick hat unser Zuschauer Markus, 45 Jahre alt. Frau Merkel hat mit ihren ganzen Rettungsschirmen und Rettungspaketen das einst so reiche Deutschland ganz sicher in den Ruin geführt. Und er glaubt, dass 2012 der Euro zerbrechen wird. Die anderen sagen, Merkel macht es wirklich was gut. Was murmelte Herr Welke gerade? Ich höre alles. Ich habe nur an den Maya-Kalender gedacht. Er sagt doch, 2012 ist sowieso alles zu Ende. Aber ach so, da kommt es nicht drauf an. Okay. Der globale Blick. Frau Merkel macht ihre Sache gut, sagt unser Zuschauer Christoph Künster, 27 Jahre alt, und er schickt voran, dass er nicht unbedingt ein Merkel-Fan ist. Er sagt, man muss kein Merkel-Fan sein, um anzuerkennen, dass sie am letzten Wochenende gute Arbeit geleistet hat. Bedauerlich ist nur, dass diese Beschlüsse gut 2 Jahre zu spät kommen. Für unseren Wohlstand waren die Beschlüsse am Wochenende ohne Alternative. Frau Merkel fährt eine gute Linie, eine klare Linie, aber Frau Beck, 28 Jahre alt, hat uns angerufen aus Schleswig-Holstein. Sie sagt, ich habe das Gefühl, dass sie nur Politik für die Reichen macht und Familien mit Kindern benachteiligt werden. Ich fühle mich irgendwie wie ein Mensch zweiter Klasse. Das merkt man ganz oft, dass unsere Zuschauer so ein bisschen ein Unbehagen haben, weil sie Europa eigentlich immer noch nicht verstehen und es ihnen immer noch nicht erklärt wird. Ein Fragender, nennt er sich, 56 Jahre alt, schreibt, das meiste Unbehagen verursacht mir, dass ich nicht mehr verstehe, was die Politik tatsächlich macht. Eine Rettungsaktion jagt die nächste. Dankeschön, Brigitte. Bis hierhin, dieses Unbehagen, das versuchen ja auch Leute, das ist eben schon angeklungen, aufzugreifen. Die sagen, wir präsentieren uns als Antipolitiker. Und da gibt es immer wieder Gerüchte und Hinweise, dass da eine neue Partei vor der Gründung steht. Bevor Sie sagen, ist alles Quatsch, ich nenne Ihnen eine Zahl, 22%. Wir Befragten sagen, wenn Guttenberg, da hatten wir es ja eben von, eine neue Partei gründet, die würde er wählen. Diese Partei gibt es noch nicht, aber der Werbespot, der ist schon fertig. Wir haben ihn gemacht. Bislang konnten sie nur die einen wählen. Jetzt gibt es auch die anderen. Volksnah. Kompetent, engagiert, mutig, offen für Deutschland. Die anderen. Führung, Klartext, Kompetenz. Da weiß ich jetzt nicht, wofür der Applaus ist. Für den satirisch gemeinten Werbespot oder für den Inhalt, Herr Weimar? Das ist ein Rumsauftritt. Welche Chancen hat eine Partei, die sich so präsentieren würde? Wir reden mal nicht über die Wahrscheinlichkeit des Personals, sondern einmal nur über die Partei.
Herr Guttenberg würde ich eher vermuten, nach dem Job von heute geht er zu den Piraten. Das passt ja inhaltlich perfekt. Ich glaube aber überhaupt nicht, dass er eine neue Partei gründet. Das ist auch viel zu mühsam. Da müssen Sie ihn hinterziehen und sich rumtreiben. Machen wir gleich. Die Frage ging ja darum, wie groß sind die Chancen einer solchen Partei? Was lässt die Union übrig am Rand? Was ist da an Frustpotenzial abfischbar? Also die Chancen sind durchaus da. Die sind wahrscheinlich jetzt wesentlich größer als in den vergangenen Jahren. Es gibt im konservativen Raum in Deutschland ein großes Frustrationspotenzial. Das ist ein ähnlicher Effekt wie damals bei Gerhard Schröder, wo die Linke gemeint hat, sie fühlt sich durch diese mittige Politik nicht repräsentiert. Das Gleiche passiert nun andersherum. Angela Merkel macht für viele Konservative eine sehr sozialdemokratische Politik. Und deswegen gibt es da durchaus ein Milieu. Umfragen sagen bis zu 20-25%. Aber das muss eine seriöse Partei sein. Das darf keine extremistische Partei sein. Und ich bin sehr skeptisch, ob das in Deutschland zu organisieren ist. Denn alle die Versuche, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben von Parteigründung, sind zu 99,9% gescheitert. Wir gucken gleich mal das Personal. Bis auf die Grünen und die Piraten. Ein großer Irrtum zu glauben, dass das nur bei den Konservativen der Fall ist. Rechtspopulistische Parteien in Europa haben auch bei der Linken gewildert. Das ist ein großer Irrtum zu glauben, und zwar gerade da häufig. Der SPD auch ganz ja, sicher. Und soweit ich das beobachtet habe, die größte Zustimmung zu Sarrazin beispielsweise kam aus der Elite der SPD, von führenden Leuten und nicht aus der Union. Also die Lage ist ganz klar, das ist ja auch seit Jahren erhoben. 3/4 der Deutschen glauben, dass die Politik auf ihre Interessen keine Rücksicht nimmt. Und nur noch 6% glauben, dass man durch Wahlen die Politik maßgeblich mitbestimmen kann. Das ist ein verheerendes Urteil über die Glaubwürdigkeit von Politik. Und in diese Lücke hinein wäre eine Partei, die sich eurokritisch, also an den angeblichen Kosten, die wir da alle für andere Länder übernehmen müssen, und fremdenfeindlich gegen die türkischen Migranten, gegen Muslime und so weiter positioniert, wäre hier mindestens so erfolgreich wie eine ähnliche Partei in anderen europäischen Ländern. Und der deutschen Geschichte eben nicht. Aber das ist der große Unterschied. Herr Guttenberg hat zum Beispiel in diesem Buch gesagt, das hat er gedanklich schon mal durchgespielt, eine solche Partei müsste versuchen, nicht in die rechtsradikale Ecke gedrängt zu werden, zum Beispiel durch ein klares Bekenntnis zu Israel. Also er macht sich da absolut Gedanken drüber. Kann so ein Plan aufgehen, Frau Höhler? Ich glaube, dass überhaupt das Klima, auch wenn in Umfragen gesagt wird, ja, ich hätte es gerne alles anders und die Leute anders und die Parteien anders, ich glaube, dass das Klima für eine neue Partei überhaupt nicht gegeben ist, weil die Menschen alle ja spüren, Mitte ist überall. Die sind alle in der Mitte, die einen sind ein bisschen in der linken Mitte, aber die anderen sind auch da. Und im Grunde richtig aufregend ist keine Partei. Wir haben inzwischen einen Zustand, das habe ich vorhin schon mal versucht zu sagen, der in Richtung Einheitsstimmung geht. Das heißt, es wird so stark, das, was in Deutschland an Wahlmöglichkeiten da ist, überlagert von diesem ständigen internationalen EU-Palaver. Aber das spreche doch eher dafür, dass die neue Partei. Nein, dass die Leute sich sagen, es ist auch politisch eine Zeit, in der Parteien nicht so wichtig sind. Das ist ein Ergebnis. Das Gegenteil. Frau Höhler, ich habe Ihre These verstanden. Ich habe versprochen, dass wir noch kurz über die Personen reden. Wir haben Guttenberg gesehen, wir haben Henkel gesehen, wir haben Sarrazin gesehen. Alle spielen irgendwie mit dem Gedanken, schließen sich aber gegenseitig aus. Nehmen wir die Personen an. Warum glauben Sie, schaffen die es nicht oder machen die es nicht? Weil Parteien von der Basis wachsen. Das sind keine Salonveranstaltungen, wo in Berlin zwei sich wichtig fühlende Menschen sagen, du, wir gründen meine Partei, die Stimmung ist doch eigentlich danach. Das heißt, indirekt sind zu faul dafür. Nein, nicht zu faul dafür, sondern sie brauchen eine Bewegung. Es muss eine gesellschaftliche Bewegung da sein. Und das sehe ich anders als Sie. Ich glaube, dass bei den Piraten da schon etwas in Bewegung gekommen ist. Und zwar in der jungen Generation. Flächendeckend in den Universitätsstädten sind sie eingebrochen. Es ist ein anarchischer Reflex. Schöne Idee für eine neue Sendung. Die Piratenpartei, herzlichen Dank. Nicht miteinander. Das sind Phantome. Also Wolfgang Clement beispielsweise würde weder gegen den Euro noch fremdenfeindlich auftreten. Hans-Olaf Henkel würde nicht fremdenfeindlich auftreten. Möglicher, jedenfalls traue ich ihm das nicht zu. Nicht so platt, aber eurokritisch. Er will auch den Guttenberg nicht dabei haben, weil der ein Betrüger ist. Das ist überhaupt ein wichtiges Argument bei Konservativen.
Konservativen. Wir Merz dabei haben, der auch schon nein, der Henkel sagt also daraus wird nichts. Der Henkel sagt ich glaube, das Dokument ist jetzt geschaffen, wenn man jetzt schon mal gezeigt hat, wer alles mit wem nicht kann, dass das glaube, nicht das der nichts. Fall ist. In Frankreich, bitte um ganz kurze Antwort, in Frankreich gibt es eine rechtsextreme Partei schon seit langem. In Deutschland gibt es keine Partei, die den unisono Euro-Kurs in der Form, in einer nennenswerten Form verurteilt. Fehlt das in Deutschland? Welche Partei gibt es in Frankreich? Le Pen. Ah ja, das sind die Rechten, ja, natürlich. Es gibt Le Pen und die werden wahrscheinlich bei der nächsten Wahl, Präsidentenwahl, zwischen 12% und 15% machen, also die Tochter. Und damit leben die Franzosen. Die Franzosen sind eher rechts als, Rechtsmitte, als links im Grunde genommen. Aber, ist das gesünder, als wenn wir es wegdrängen? Nein, was mich stört an die Fragestellung ist für mich, ich will nicht unhöflich sein, ich bin Gast hier, Hauen Sie es raus. Diese drei Figuren, also Gutenberg, neue Partei, worauf basiert, man spricht nicht über den Inhalt. Ja. Was macht eigentlich, was will eigentlich Henkel? Wiedereinführung der D-Mark, eine Katastrophe wirtschaftlich, sozial. Sie trauen den Personen nicht zu. Dankeschön. Der macht doch Reden. Ganz bitte eine kurze Antwort. Schlussrunde bei Hart aber fair, da ist nicht nur Fantasie gefragt, sondern auch Mut zur Prognose. Wir gucken 3 Jahre voraus. Wir sind im Jahre 2014. Die Bundestagswahl ist gelaufen. Wohin muss man fahren im Jahre 2014, wenn man Karl Theodor zu Gutenberg besuchen möchte? Und kann man diese Reise noch mit Euros bezahlen? Herr Weimann. Wir haben dann eine schwarz-grüne Koalition. Und Karl Theodor zu Gutenberg arbeitet bestimmt bei der UNO. Man muss nach New York reisen. Kann man mit Euro bezahlen? Natürlich nicht. Gut. Wir haben eine schwarz-rote Koalition. Und wir reden immer noch über dieselben Themen. Es ist nicht viel weitergekommen. Wir zahlen und zahlen und zahlen. Herr Jörges? Wir zahlen mit dem Euro und zwar mit gutem Gefühl, weil wir uns wo gegen die wir Finanzzentren. Gutenberg? Wir suchen in Gutenberg nach meiner Prognose im Deutschen Bundestag auf einer in der 15. Reihe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, weil er seinen Wahlkreis in Kulmbach wieder genommen hat und dort gewählt worden ist. Ansonsten aber isoliert ist in der CSU. Herr Weg. Ich glaube auch, wir zahlen noch mit dem Euro, wahrscheinlich sogar in England. Und wenn es einen Gott gibt, ist Gutenberg dann wieder bei seinem Volk auf seinem Schloss und schreibt Kinderbücher. Frau Tietfurt. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich ein bisschen anderer Ansicht bin. Es ist mir egal, was mit Gutenberg ist. Ich würde ihn eh nicht besuchen. Und das Problem nach den Wahlen 2013 wird wahrscheinlich eher sein, dass sich antisemitische und rassistische und islamophobe Positionen in verschiedenen Parteien, auch in den Piraten, auch in neueren sozialen Bewegungen darstellen. Zahlen wir noch mit Euro? Das ist mir irgendwie wurscht, wahrscheinlich ja. Herr Gödewe? Nein, wir zahlen nicht nur in Deutschland, aber überall weiter, Gott sei Dank, mit dem Euro. Und die Zukunft von Gutenberg wird die Zukunft von Deutschland nicht beeinflussen. Merci. Gleich nach Hamburg zu den Tagesthemen. Ich nehme an, Sie finden unsere Themen wieder, Herr Buro. Stimmt, lebhafte Diskussion übrigens. Auch bei uns geht es um den Euro- und Europakurs, und zwar der Briten, um genau zu sein. Nach dem Nein des Premierministers in Brüssel, da jubelte ein Parteifreund von dem, wenn Großbritannien sich so isoliert hat, dann höchstens wie jemand, der nicht mit auf die Titanic durfte. So Großbritannien. Heute gab es eine saftige Debatte im Londoner Parlament. Das gleich in den Tagesthemen. Vielen Dank. Dankeschön an diese tolle Runde heute. Vielen Dank auch an Sie, an unser Publikum. Faktencheck www.hartaberfair.de. Morgen, wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Machen Sie es gut bis dahin. Schönen Abend noch. Tschüss.